Der Bedarf an Rohstoffen wächst ständig. Das bringen Wirtschaftswachstum und Wohlstand mit sich. Aber die Vorräte, beispielsweise von Öl oder seltenen Metallen, sind nicht unendlich. Und ihre Beschaffung oder Verknappung kann zum Problem werden. Ressourceneffizienz ist hier ein Lösungsweg. Seine verschiedenen Ausprägungen wurden auf dem Ressourceneffizienzkongress Baden-Württemberg in Karlsruhe diskutiert. Im Beirat des Kongresses hat die Landesregierung für die chemische Industrie Dr. Anno Borkowski berufen, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der chemischen Industrie im Land. Wir benutzen in der Chemie sehr viele Ressourcen. Und wenn ich das so sagen darf, alle für einen sinnvollen und guten Zweck. Und unsere Produkte sind heute im täglichen Umgang unverzichtbar geworden. Und das Allerschönste daran ist, dass sie in ihrem Lebenszyklus mehr als das Doppelte an Treibhausgasen einsparen, die bei ihrer Herstellung verwendet wurden. Und Rohstoffverbrauch und Energieverbrauch, das ist in der Chemie seit sehr vielen Jahren ein Thema, an dem wir mit Erfolg forschen. Und dadurch ist es einfach gelungen, Produktionsmenge und Energieverbrauch zu entkoppeln. Der Verband ist Partner des Kongresses. Das zeigt, die Chemie ist eine der entscheidenden Branchen, um Ressourceneffizienz wirklich erreichen zu können. Für den baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller ist das für die Zukunft notwendig. Nun, die chemische Industrie war bereits in der Vergangenheit mit ein Vorreiter von der Energiewende. Das wissen nur die wenigsten. Wenn Sie mal schauen, die ganzen Dämmstoffe beispielsweise, ohne die chemische Industrie wäre das alles nicht möglich gewesen, was wir heute auf dem Markt haben. Und auch in Zukunft setzen wir hier natürlich auf die chemische Industrie. Und auch was Ressourcen betrifft, die ganze Ressourcendebatte. Man muss mal sehen, wir werden vor der Herausforderung stehen, den einen oder anderen Stoff, den wir heute noch beziehen als natürliche Ressource, ersetzen zu müssen durch andere Stoffe. Und hier ist natürlich die chemische Industrie gefordert. Und ich bin da zuversichtlich, wenn ich die Gespräche habe, auch mit VCI-Vertretern, dass das auch erkannt ist, auch als Chance innerhalb der chemischen Industrie. Und wie gesagt, da glaube ich, sind Politik und Chemieverband auch gut beraten, hier sich intensiv auszutauschen, um gemeinsam das Thema voranzubringen. Strategische Ansätze und Methoden für die Unternehmen, Ressourceneffizienz umzusetzen, waren Themen in den Arbeitsforen. Zahlreiche Themen wurden diskutiert. Im Forum 15 stand die Ressourceneffizienz durch Chemie und Biotechnologie im Mittelpunkt. Wir vertreten in Baden-Württemberg insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die per se schon sehr effizient aufgestellt sind und deswegen auch prädestiniert für dieses Thema sind. Ein Beispiel: Biotechnologie ist speziell für kleine und mittlere Unternehmen eine Nische, in der sie sich wunderbar entwickeln können. Nicht umsonst sind wir der zweitgrößte Biotechnologiestandort in Deutschland. So hatte beispielsweise die DSM Nutritional Products aus Grenzach die Vision einer abfallfreien Produktion. Dr. Eberhard Rank, Geschäftsführer und gleichzeitig Vorstandsmitglied bei den Chemiearbeitgebern, zeigte, wie diese Vision durch Biotechnologie in einem 4-jährigen Prozess Wirklichkeit wurde.